So. Du kannst nicht. Warte. Ich habe jetzt gewartet, bis die Tasse steht. So, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier wieder bei. Oder auch andersrum. Genau. Heute mit der Kategorie Western. Ja, wir sind live aus der Wüste. Aus der Wüste Heilbronn. Und du fängst an. Ach ja, stimmt. Ich fange an mit meinem ersten Western-Vorschlag. Nun muss ich dazu sagen, dass ich bei Western relativ. Ich mag Western, aber lange Zeit waren für mich Western Winnetou und Shatterhand die Kamai-Verfilmung aus den 60er Jahren. Ne? Mit Western aus den 50ern, John Wayne, habe ich nicht viel zu schaffen, kenne ich nicht. Italo-Western auch nur begrenzt, also reduziert sich es auf einen US-amerikanischen Raum von Western. Sorry. Ich habe keine französischen, schwedischen Western gefunden, die ich kenne. Mein erster Western ist aus dem Jahre 1985. Einer meiner Lieblingswestern, lange Zeit gewesen als junger Mensch, Silverado. Mit ganz vielen berühmten Leuten. Scott Glenn, Kevin Kline, Jeff Goldblum, Kevin Costner, Danny Glover, John Cleese, um nur einige zu nennen. Und das ist einfach, also ich will zur Handlung, möchte ich ehrlich gesagt, gar nicht viel sagen. Es gibt vier Revolverhelden, die sich finden, die dann gemeinsam Richtung Silverado reiten, sich da aber jeder seine eigenen Wege geht und es gibt ganz viele Verwicklungen. Ein wieder so einen klassischen Großgrundbesitzer, der andere um ihr Land prellen möchte, weil er halt immer reicher werden möchte. Es gibt einen korrupten Sheriff, es gibt ganz viele kleine Geschichten, die spalten sich halt immer dann auf, die Leute treffen da wieder und sowas. Aber es hat halt eben all das, was so ein klassischer Western hat. Da wird eine Kuh von links nach rechts getrieben und sowas. Es gibt zum Schluss so ein High-Noon-Duell und ich mochte den immer sehr. Als ich ihn später nochmal wieder gesehen habe, habe ich durchaus auch wahrgenommen, dass der gewisse Längen hat in seiner Entwicklung wieder bis so. Aber er macht immer irgendwie mir trotzdem immer wieder Spaß. Ich glaube, damit hast du dich jetzt in das Herz meiner Schwester und meines Schwagers hineinmanövriert. Denn soweit ich weiß, ist das einer ihrer absoluten Lieblingswestern. Ja? Ja. Ich habe vielleicht wenigstens ein, zwei Leuten aus dem Herzen besprochen. Ja. Ich habe als ersten Filmvorschlag aus der Kategorie Western einen Film aus dem Jahre 1966 unter der Regie von Howard Hawks, der da heißt Eldorado. Es ist einer meiner Lieblings-Western, wenn es so um die älteren Western geht. Klingt auch fast genauso wie Silverado. Lustigerweise. Älter. Ja. Er ist ja auch ein bisschen älter. Genau. Und da spielt übrigens, weil du gerade sagtest, die John Wayne Western aus den 50ern, es ist ein Film von 1966 und mit John Wayne und Robert Mitchum. John Wayne hilft dem total versoffenen Robert Mitchum, gegen dessen Feinde zu kämpfen, unterstützt von einem jungen Mann namens Mississippi, gespielt von einem noch sehr jungen James Caan, der gut mit dem Messer ist, aber leider ganz schlecht schießen kann. Es ist ein Film, der ein bisschen wie eine Tragödie beginnt, der sich aber im Laufe des Filmes mit sehr viel Witz weiterentwickelt. Der Titelsong Eldorado ist auch eine große Freude für mich immer wieder gewesen. Und es ist sozusagen einer aus einer Trilogie. Der Howard Hawks hat eine Trilogie gedreht, Rio Bravo, Rio Lobo und dazwischen ist Eldorado. Und es geht immer so um alternde Western-Sheriffs, kann man so sagen, ältere Herren. Was ich noch ganz interessant fand am Rande, John Wayne hatte seit 1964, oder hatte 1964 Lungenkrebs und wurde dann operiert. Es wurde ihm ein Lungenflügel entfernt und mehrere Rippen. Und deswegen waren für ihn die Dreharbeiten zu dem Film Eldorado sehr schwer. Man sieht es dann teilweise auch, interessanterweise spielt er einen, der so eine Kugel abbekommt, sodass er teilweise so Lähmungserscheinungen hat, was wahrscheinlich seinem tatsächlichen Zustand recht nahe kam. Man vermutet, dass die Krebserkrankung von John Wayne so etwa in dem Jahr 1959 entstanden ist, weil er da in einem Atomtestgebiet in Nevada gedreht hat und da sehr großer Strahlung ausgesetzt war und wahrscheinlich daher der Krebs kommt. Auf jeden Fall, um jetzt da den Bogen zurückzuschlagen, es ist ein, finde ich, sehr witziger Film und es tut mir leid. Aber, so witzig fühlt es sich jetzt gerade gar nein, nicht an. Es tut mir leid, aber ein bisschen Film-Facts. Aber yeah. Dann, yeah. Mein zweiter Film, ein Western aus dem Jahre 2003, The Missing, mit Tommy Lee Jones und Kate Blanchett. Hast du den gesehen? Ja, habe ich gesehen. Die Heilerin Maggie versucht, ihre Tochter zu retten, die von einer Bande extrem unangenehmer Soldaten, Ex-Soldaten, also Indianer, die mal bei der Army waren,
geraubt wurde und zusammen mit anderen Mädchen nach Mexiko verschleppt werden sollen, um da irgendwie verkauft zu werden. Wir werden angeführt von einem auch extrem unangenehmen Indianer, der Indianer-Zauberer, der so mit Voodoo-artigen Sachen und sowas um sich schmeißt. Und sie nimmt die Verfolgung auf und braucht dafür die Hilfe ihres Vaters, der gerade wieder aufgetaucht ist. Der hatte damals ihre Mutter und sie verlassen, um Apache zu werden, Indianer zu werden, und hat sich jetzt nach ganz vielen Jahren mal wieder sehen lassen. Um Apache zu werden? Quasi um die Lebensweise anzunehmen, oder wie? Man ist ja Apache oder man ist kein Apache, oder? Man kann es ja nicht werden. Du kannst ja auch heutzutage eine Staatsangehörigkeit, und wenn sie dann vielleicht annehmen, und wenn du dann bei den Apachen bist und fünf morgens Pueblo tanzt, bist du vielleicht auch aufgenommen. Jedenfalls, das Interessante an dem Film ist, dass er, abgesehen davon, dass er auch durchaus spannend ist, wie die jetzt diese Bande da verfolgen, und er ist sehr unromantisch. Also oft haben ja die Western eine sehr romantisierte Art und Weise, wie sie die Helden darstellen, wie so, also selbst wenn es Karl Hart ist oder sowas. Ich hatte zum Beispiel auch noch einen anderen Film auf Lager, den ich überlegt hatte zu nehmen, der Todeszug nach Yuma. Mhm. Der hat aber dann auch wieder diesen gewissen Kitsch oder von Heldentum und wie man sein Letztes Pathos gibt, um irgendwie Pathos, danke. Und ich empfinde den Film relativ frei davon, weil diese Beziehung zwischen der Tochter und dem Vater ist wirklich nicht gut. Also die Tochter mag am liebsten überhaupt nichts mit dem Vater zu tun haben, weil sie so enttäuscht von ihm ist. Und er ist aber auch nicht da und hat irgendwann mal so diesen Moment, den man vielleicht erwarten würde: Es tut mir so leid, was ich damals gemacht habe. Ich wünschte jeden, es gibt keinen Tag, an der nicht vergeht, an dem ich nicht wünschte, ich hätte was anders gemacht. Hat er nicht. Er bereut nicht, sondern er sagt einfach, es ist halt so, wie es ist. Und Tommy Lee Jones geht dann auch durch diesen Film durch mit dem ihm seinen eigenen Blick, der immer so ein bisschen an so einen traurigen Wauzi erinnert. Und so ein bisschen stoisch auch. Und hängt da immer so rum und kämpft dann auch knallhart. Und sie kommen sich auch wieder ein bisschen näher, aber es gibt nie diesen romantisch-kitschigen Versöhnungsmoment oder sowas. Ein sehr harter, aber auch sehr interessanter, spannender Western, der ein bisschen anders ist, finde ich. Als Matter. Wollte ich noch irgendwas darüber sagen? Schöne Musik von James Horner. Ah, da komme ich zu meinem zweiten Filmtipp. Das ist jetzt das totale Gegenbeispiel sozusagen. Es ist nämlich einer der berühmten Italo-Western. Woohoo! Aus dem Jahre 1975, der da heißt Nobody ist der Größte. Mit Terence Hill und Klaus Kinski in einer kleinen Rolle. Raimund Harmstorff spielt da auch mit. Das ist aber quasi nicht der erste dieser Nobody-Filme. Nein, es gibt ja sozusagen, soweit ich weiß, gibt es inzwischen 4 Nobody-Filme. Ah. Weil es sind nämlich in der noch gar nicht so weiten Vergangenheit nochmal 2 entstanden, die ich aber beide tatsächlich noch nicht gesehen habe. Mhm. Aber es gab eben Mein Name ist Nobody und dann Nobody ist der Größte. Die haben aber tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun und ähneln sich auch von der Machart gar nicht so sehr. Ich habe Nobody ist der Größte ausgewählt, weil ich finde, das ist ein... Ja, es ist eigentlich eine Art Western-Gauner-Komödie. Ich möchte fast sagen, es ist so ein bisschen wie Ocean's 11 im Western-Gewand. Mhm. Weil ich will aber gar nicht so viel von der Handlung verraten, weil die ganze Handlung sehr wendungsreich ist und sehr viel überraschende Momente birgt. Man weiß oft gar nicht, woran man bei dem Film ist, hat aber trotzdem ist eben dadurch auch sehr spannend und hat einen sehr schönen Humor und zeigt auch ein großes Engagement für die indianischen Ureinwohner. Ein hübscher, sehr hübscher Film. Jetzt gibt es 3 Gründe, warum ich den ausgewählt habe. Erstens. Terence Hill. Terence Hill, das ist dann der 4. Grund. Nein, der erste Grund ist, die jüngeren Zuschauer unter euch oder unter Ihnen werden sich das gar nicht vorstellen können. Aber damals, als die ersten VHS-Videorekorder aufkamen, dann kam noch ein Elektrofacharbeiter in die Wohnung, hat dort den Videorekorder aufgestellt, hat ihn angeschlossen und erklärt, wie der funktioniert. So war das auch bei uns. Und den ersten Film, den wir überhaupt aufgenommen haben auf VHS, war Nobody ist der Größte. Und es war natürlich ein Mysterium. Es war geradezu großartig. Und den Film habe ich deswegen ganz oft gesehen, weil allein das Reinstecken der VHS-Kassette schon ein großartiger Moment war. Der zweite Grund, warum ich den ausgewählt habe, war, weil er auch, finde ich, exemplarisch dafür ist, für die Art, wie Filme in den 70er und 80er Jahren synchronisiert wurden. Mhm. Es ist nämlich einer der Filme, wo die deutsche Synchro, vermute ich, mit dem Original relativ wenig zu tun hat, aber trotzdem sehr witzig. Da werden Sätze dazwischen gesprochen, die, glaube ich, im Original niemals vorkamen. Der dritte Grund, warum ich es ausgewählt habe, ist, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ist, dass es eine Kriminalgeschichte gibt, die sich um diesen Film rankt. Ah. Der aufmerksame Zuschauer wird feststellen, dass der Film
einzelne Szenen hat, die nicht von selber Qualität sind wie die anderen. Das liegt daran, dass, soweit ich weiß, Teile des Filmes, nachdem er abgedreht war, aber noch nicht in den Kinos war, gestohlen wurden. Ich glaube, um den damaligen Produzenten zu schaden. Und diese Teile sind auch nie wieder aufgetaucht. Zum Glück gab es da schon eine leider recht schlechte Kopie dieses Filmes, sodass man diese fehlenden Sequenzen aus der Kopie ersetzen konnte. Das ist die Qualität wirklich eine optische Qualität. Eine optische Qualität. Nee, die Qualität einfach vom Filmmaterial einfach viel schlechter. Und das siehst du teilweise. Meine dritte Empfehlung ist eine ganz andere Art von Western, deswegen habe ich ihn auch genommen. Nicht unbedingt, weil es der beste Film der Welt ist, aber weil es einfach nochmal das Gesamtgenre etwas aufmacht. Aus dem Jahr 2011, Rango. Oh! Ein Animationsfilm. Ja, mit einem Chamäleon. Mit einem Chamäleon in der Hauptrolle. Ein leicht verrücktes Chamäleon, leicht verwirrt. Wird gesprochen von Johnny Depp, was auch total Sinn macht, weil der Film von Gore Verbinski ist, der mit Johnny Depp den ersten Fluch der Karibik-Film gemacht hat. Und so. Und genauso, was wollte man, glaube ich, dann auch von ihm wieder haben, so ein bisschen für dieses Chamäleon. Erinnert auch ein bisschen an die Figuren aus, wie heißt es hier, Fear and Loving in Las Vegas. Mhm. Hat auch so ein buntes Hemd an. Und dieses Chamäleon verlässt sein Terrarium, in dem es gelebt hat, landet in der Wüste in einer alten Westernstadt. Und da findet dann halt einfach, dass das Chamäleon mit seiner leichten, verrückten Verdrehtheit wird da zum Revolverhelden, hilft die Trockenheit, die ein großes Problem ist, in dieser Stadt zu lösen, legt sich mit einem Revolver-Gangster an, der dann noch in die Stadt kommt, einer großen Schlange. Und insgesamt ein sehr skurriler Film, der jetzt nicht die ganze Zeit vor Humor sprüht, der ist auch relativ lang. Es ist für einen Animationsfilm sehr lang, eine Stunde 50. Ui. Was ich für einen, also quasi Zeichentrick-Kinderfilm sehr lang finde. Und aber ist sehr gut gemacht von der Optik her. Hat eine geile Musik von Hans Zimmer, die sehr angelegt ist an halt solche Django-artige Musik und sowas. Es rennt auch die ganze Zeit so eine Mariachi-Tierband durch die Wüste und kommentiert das Ganze. Und macht schon Spaß, man muss ein bisschen durchhalten, aber diese Tiere, die sehen auch alle cool aus, sehen verrückt aus, hat insgesamt eher so ein Italo-Western-Flair, also kommt dem, was ich von einem Italo-Western verstehe, am nächsten und sollte man sich auch mal angucken, wenn man Western mag und es noch nicht gesehen hat. Mein letzter Filmtipp ist, und da freue ich mich jetzt schon sehr auf die Einblendung, der heißt sehr nämlich, der heißt Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Man kann mal vielleicht auch einfach nur einblenden, die Ermordung des Jesse James. Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, dass man eben nur so nennt. Ich kann das auch abschließen. Aus dem Jahr 2007 mit Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Rockwell, Jeremy Renner. Produziert unter anderem von Ridley Scott. Ich finde, es ist ein außergewöhnlich toller Western. Jetzt würden viele wahrscheinlich sagen, das ist überhaupt kein richtiger Western. Mein Papa hätte da wahrscheinlich gesagt, das ist wieder so ein Psycho-Western. Weil es geht eben um auch die psychologischen Vorgänge in den Figuren. Was jetzt bei den älteren Western eher selten der Fall ist. Die älteren Western, sage ich jetzt einfach mal so, da zweifelt der Held selten daran, ob das, was er tut, richtig ist. Oder er zweifelt auch selten an seinem Leben. Hier zweifeln die Figuren sehr. Es ist ein beeindruckender Film. Wir beobachten in diesem gerade so sezierenden, sehr fein gespielten Drama das letzte Lebensjahr von Jesse James, aufgenommen in sehr ansprechenden Bildern. Tolle Musik unter anderem von Nick Cave. Ein sehr melancholischer Film, ein bewegend schöner Film, absolut sehenswert und sehr ambivalent. Weil man natürlich, klar, wenn du Brad Pitt als Jesse James besetzt, du hast eine gewisse Sympathie für die Figur. Der hat aber natürlich eben selber Zweifel an seinem Leben und an seinem Tun und das zu Recht, denn er war einfach auch ein Gangster. Mhm. Ich muss mal kurz husten. Ich habe gehustet. Ich habe es gehört. Es kam bis rüber. Also akustisch. Ja, das ist mein dritter Filmtipp. Ja, schön. Also, dann sind wir auch schon wieder am Ende. Ja. Dann reiten wir jetzt los in den Sonnenuntergang wie ein einsamer Cowboy. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Herzlich willkommen, eigentlich wollte ich, was ich ursprünglich machen wollte, ist. Machen wir mal. Ja. Herzlich willkommen, meine Sehr. Warte.
Herzlich willkommen, meine. Oh, wir sind schon auf Sendung. Entschuldigung. Das war mein eigentlicher Plan, ich mich nicht getraut. Hat super geklappt.